Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Civ 6 mit dem Kanadischen Reich. Wie gewohnt zu Anfang ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wenn euch mein kleiner Kanal gefällt, dann bitte klickt auf den Abonnieren-Button. Ich freue mich über jeden Abonnenten. Und wenn ihr am Ende des Videos auch sagt, hey, das war ein cooles Video, hat Spaß gemacht anzuschauen, dann klickt auch auf den Gefällt-mir-Button. Im umgekehrten Fall, wenn ihr sagt, das war jetzt aber nicht so tolle, dann hinterlasst mir auch gerne einen Kommentar mit konstruktiver Kritik. Nur so kann ich besser werden. So, genug der Werbung am Anfang. Ich habe ein bisschen was vor, ich möchte ein bisschen was machen. Und zwar, ich habe mir, bevor ich auf Aufnahme machen geklickt habe, noch so ein, zwei Gedanken zu dem Thema weitere Städte und Siedlungsplätze gemacht. Und zwar dazu einmal die Siedlerlinse an. Ich habe es ja aus der Community schon mitbekommen, die gesagt hat, ja, ey, wenn du friedlich spielst, brauchst du mehr Städte. Also es geistert immer so eine Zahl von 10 Städten in der Community rum. Das werde ich auf gar keinen Fall schaffen. Also ich habe jetzt 5. Auf 10 komme ich auf gar keinen Fall mehr. Es liegt einerseits daran begründet, dass hier so gut wie gar kein Platz mehr ist. Und auch wenn man mal auf den anderen Kontinent schaut, einfach nur da, wo ich schon was sehen kann. Ich scroll hier mal so ein bisschen durch. Da ist auch so gut wie gar kein Platz mehr. Klar, könnte ich hier am letzten Zipfel eine Stadt gründen, aber mit welchem Ziel und auch mit welcher Dauer vor allen Dingen. Die wird ja überrannt, die kann sich kaum ausbreiten. Macht wenig Sinn. Also, was habe ich mir gedacht? Ich springe mal zurück auf unsere Heimatwelt oder unsere Heimat, unseren Heimatkontinent. Ich würde, glaube ich, noch eine Stadt gründen. Ich platz damit jetzt einfach mal raus, weil aus der Community kam die Info, ey, gründe da, wo Platz ist. Also hier ist noch Platz und hier macht es noch ein bisschen Sinn, sag ich mal. Ich habe hier Fisch, ich habe hier noch Pelze, da Pelze. Ich habe den Vorteil als Kanadier, ich kann auf Tundra Bauernhöfe bauen. Also die Stadt wird, sag ich mal, nicht eine absolute Rakete, aber sie kann zumindest überleben und sie macht da ein bisschen Sinn. Ja, ich hatte erst überlegt, das hier zu machen, da ist mir aber zu viel Wüste. Hier ist natürlich der Charme. Hier habe ich Wasser, aber man könnte hier, und diesmal darf ich es auch nicht vergessen, zum Beispiel ein Aquädukt bauen. Also hier würde ich noch eine Stadt gründen. Das würde ich in dieser Folge zumindest schon mal anstoßen. Das heißt, einen Siedler bauen. Ob ich da unten oder hier auf einem dieser Inseln noch was machen will, das bezweifle ich erstmal sehr stark. Das ist das eine, was ich angehen möchte. Und das andere, ja, ganz klar, ein bisschen die Abläufe optimieren, den ein oder anderen Heureka-Moment auslösen, die ein oder andere Ausrichtung mit einem Bonus versehen. Das würde ich ganz gerne versuchen, in dieser Folge noch ein bisschen anzuschieben. Den Grundstein habe ich dafür schon in den letzten Folgen gelegt. Ich guck mal, ob wir in dieser Folge schon ein, zwei Sachen ernten können, die wir zuletzt gesät haben. In diesem Sinne, genug geredet, eine Runde weiter. So, du darfst dich erstmal heilen und eine Runde weiter. So, was ich ganz gerne machen würde, wäre halt noch sehr, sehr gerne der vierte Handelsweg. Weil damit, muss ich mal kurz gucken, pushe ich hier die Mittelaltermärkte. Das würde ich noch ganz gerne machen, weil ich will straight hier drauf als nächstes. So, und das kriegen wir noch hin. Und die zwei Karavellen, die sind auch schon in der Mache. So, du erkundest mal hier fleißig weiter. Ja, ich meine, das, was ich eben auch in der Einleitung gesagt habe, ne, hier sieht man es schön. Hier ist halt alles besetzt, ne? Und die Städte, die breiten sich auch noch aus. Also bis ich hier unten bin mit einer Einheit, ey, das dauert einfach ewig. So. Wir gehen mal auf die Astronomie, einfach weil sie gepusht ist. Wir dürfen einen Gesandten schicken und der kommt tatsächlich hier hin. So, und wir müssen noch ein Musketier ausbilden. So ein Musketier benötigt, hier ist es, das Schießpulver. Ich würde ganz gerne noch die Waffenkammer bauen, um das zu pushen. Die entsprechende Forschung habe ich hier, die Militärtechnik. Ich habe jetzt hier schon Lager gebaut. Kasernen sind im Bau. In zwei Runden kann dann die Waffenkammer in Auftrag gegeben werden. So, und das Schöne ist, ich habe Salpeter. Nicht direkt durch mich, aber durch meinen Kumpel hier, Rapa Nui, kriege ich ordentlich was an Salpeter. Und das kann ich auch sehr gut gebrauchen. So, bevor ich eine Runde weitermache, Blick auf die großen Persönlichkeiten, vor allem den großen Wissenschaftler. Die Dame hier löst das Horeca für 3 zufällige Technologien aus. Das ist eine sehr schöne große Persönlichkeit, die ich wahrscheinlich nicht erhalten werde. Ich mache zwar 18,4 Punkte pro Runde, Brasilien nur 8, aber Brasilien, das sieht man hier, ist natürlich deutlich näher dran als ich. Also das werde ich definitiv nicht mehr aufhören können. Sehr, sehr schade. Was man überlegen kann, ob man hier vielleicht so einen
ja, wie heißt das? Campusgebet wahrscheinlich nicht. Campusforschungsstipendium macht. Dauert allerdings 9 Runden hier zum Beispiel. Also bis die 9 Runden um sind, ist der Wissenschaftler auch schon weg. So, eine Runde weiter. Das ist aber auch nicht schlimm. Ne? Dann muss man mal einen auslassen oder einen überlassen. Ich glaube, das überleben wir. Ich muss sagen, coole Fähigkeit von Willy, dass er auf Tundra-Geländefeldern Bauernhöfe bauen kann. Das macht es echt lukrativer, mit ihm irgendwo im Norden oder im tiefsten Süden zu arbeiten. So, der Großadmiral, das ist schon der zweite, den wir haben. Ja, ist natürlich dadurch, dass wir nicht sehr militärisch und auch nicht sehr stark auf Marine bezogen spielen, sind die großen Admiräle hier, ja, ich will jetzt nicht sagen, ja, obsolet, aber nicht so interessant. So, Leuchtturm, 5 Runden. So, und gleich der nächste. Ja, du kannst dich auch direkt mal zum Schlafen legen. Und hier unten erkunden wir mal weiter. Ja, ihr seht schon, ne? Also hier ist also jeder freie Platz belegt. Und das finde ich sehr schön. Ich habe die erste Weltumsegelung geschafft. Also das ist cool. Ich wusste, dass das Zeitalter Punkte bringt. Ich habe es in einem privaten und öffentlichen Let's Play noch nie geschafft. Klar, ich hatte es ja schon in den letzten 1-2 Folgen gesagt. Dadurch, dass ich der Einzige war, der schon alle Nationen entdeckt hat, war das eigentlich nur eine Frage der Zeit. Ich meine, hier am Peter sieht man es. Er kennt nur die Jitara und die wahrscheinlich nur ihn. Bin ich doch, sag ich mal, technologisch so weit vorne, dass ich mir eine Weltumsegelung erlauben kann. So, geh mal die Meldung mal durch. Ja, Problem mit Wohnraum. Es gibt Regen, allerdings nicht bei mir. Und ein Wunder wurde gebaut von Jitara, Chichen Itza. Ja, ich bin so gar nicht der Wunderbauer. Wobei hier könnte man schon, sag ich mal, bei meiner Spielweise und dem Charakter Willy überlegen, weil ich kriege pro 100 Tourismuspunkte einen Punkt zusätzlicher Diplomatiegunst. Und das ist eigentlich schon nicht verkehrt. So, die nächste Runde. Ah, alle sind freundlich mit mir. Das finde ich gut. Tauschen gerne freundliche Worte und auch freundliche Gaben aus. So. In der nächsten Runde wird viel fertiggestellt. So, Ottawa prahlt damit, in der größten und fortschrittlichsten Stadt oder die größte und fortschrittlichste Stadt zu sein. Schon mal ganz gut. Ich meine, wir machen auch 99 Wissenschaft pro Runde. Astronomie. So, euer neues Wissen über den Himmel und Navigation hilft eurer Marine, ein Weltreich aufzubauen. Ich habe den Kolonialismus gepusht und die Urbanisierung, weil meine Städte so riesig sind. Auch schön. Gucken wir mal gerade kurz hier. Da ist die Aufklärung. Erforscht die Technologie Astronomie, das haben wir gemacht. Und lasst die Bevölkerung einer Stadt auf 15 wachsen. Oh, 2 Fliegen mit einer Klappe, sehr schön. So, mit dir hatte ich was ganz Bestimmtes vor. Ich wollte dich zum Erkunden schicken. Das machen wir jetzt einfach mal. So. Hier machen wir eine Karavelle draus. Bevor ich das allerdings mache. Ja, lasst mal kurz überlegen. Ich würde sagen, mal ein bisschen zurück. Wir warten damit noch 5 Runden. So, dann in 5 Runden tausche ich. Ja, eigentlich ist es egal. Also ich kann in 5 Runden, kann ich die eine Politikkarte spielen, die es dann nur halb so teuer macht. So, die Frage ist, ob sich das für diese eine Einheit wirklich lohnt. Weil dann habe ich 5 Runden auch eine Politikkarte da liegen, die mir erstmal nichts bringt. Weil danach muss sie erstmal liegen bleiben. Und bis ich das hier gepusht habe oder das hier erforscht habe, es werden auch wieder 4-5 Runden sein. Ne, komm, dann machen wir es so. In 4 Runden ist hier auch die zweite Karavelle fertig. Das ist ganz gut. Dann haben wir entsprechend hier oben die Erkundung gepusht. Dann geht das Ganze doch ein bisschen schneller. Schön. So, wir haben einen katastrophalen Vulkanausbruch. Allerdings nicht bei mir. Also wir sind bisher da so ein bisschen verschont geblieben. So, hier gehe ich jetzt mal auf Universitäten. So, und hier haben wir ein Wohnraumproblem. Und die Produktion ist auch nicht so pralle. So, was kann man dagegen machen? Oder was sollte man machen? So. Macht es Sinn, die Schiffswert direkt anzugehen? Da gibt es Nahrung und Produktion.
Ja, ich würde sagen schon, weil wir können jetzt erstmal nicht viel für Wohnraum machen. 14 Runden ist natürlich brutal lange. Schieb noch mal ein Monument zwischen. Hier bauen wir jetzt die Waffenkammer. So, du hast zwar die Welt schon umrundet, aber wir schicken dich trotzdem auf große Reise. So. Eine Sache, die fällt mir doch gerade ein, was man hier noch machen könnte. Siedler, Leute, aber 10 Runden, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu lange. Dann lassen wir es so. So. Er wurde noch nicht... Ja, jetzt ist er weg. So. Erhaltet 500 Wissenschaft. Auch ein schöner. Für jedes Naturwunder Geländefeld hier oder angrenzend. Ja, wir haben ja ein Naturwunder. Das können wir gerne nehmen. So, du bleibst mal hier. Er stand erst hier. Der wurde jetzt verdrängt. So, die Karawelle. Ach komm, einfach mal so ein bisschen hier den Fog of War erkunden. Wir haben immer bestrebt, alles sehen zu können. Wir werden jetzt hier keine Überraschung erleben, dass es wirklich nur zwei große Kontinente gibt. Aber trotzdem. Dich hier vielleicht noch ein bisschen in den Süden schicken, aber sonst nicht viel Spannendes. So, mal ein Blick auf die Wir sind immer noch Dritter. 31, 29. Ich hinke langsam hinterher. Also, ich habe zwar einen guten Push. Der macht 82, 94. Also, ich mache am meisten Wissenschaft pro Runde. Aber ich bin nicht vorne. Das packt jetzt meinen Ehrgeiz. Ne? Ich möchte da eigentlich ganz gern nach vorne. So. Stellt euch alle die meine Nation. Okay, der findet mich nicht so toll. Warum? Also ist jetzt kein direkter Diss oder keine Denunzierung. Ihr meidet die kleineren Küsten. Naja. Okay, ich werte das mal. Ja, okay, man sieht ja, der Smile hat sich auch geändert. Werte das mal als positives Feedback. So. Also hier werden wir, wie gesagt, nichts Interessantes sehen oder finden. Trotzdem gehen wir einmal durch. Dich können wir eigentlich nach Hause schicken direkt. So, ich möchte hier immer noch mal ganz gerne gucken. Ottawa hat auch ein Wohnraumproblem. 2 Runden ist die Werkstatt fertig. Dann würde ich hier noch mal einen Siedler in Auftrag geben. Würde ich dann gerne dahin schicken. Dann haben wir, glaube ich, so alles zugemacht, was man zumachen kann und genutzt, was man nutzen kann. Ansonsten würde quasi irgendwie nur noch der Krieg bleiben. Da habe ich in dieser Folge, also in diesem Let's Play, ehrlich gesagt nicht so Lust dran. Vor allem, ich habe ja auch wirklich die Order ausgegeben, dass ich ganz gerne einen Diplomatiesieg anstreben möchte oder anstreben werde. So. Schauen wir mal hier. Baut eine Waffenkammer, die ist in 3 Runden fertig. Das dauert aber nur 3 Runden. Okay, ich bin wissenschaftlich unglaublich weit einfach. Gehen wir hier mal auf das Bankwesen. So, hier haben wir das Monument abgeschlossen. So, hier ist wenig Platz für weitere Bezirke. Das ist jetzt auch nicht weiter schlimm. So, Campus ist voll ausgebaut. Man könnte Einheiten bauen. So, ich könnte aber auch einfach die Schiffswerft bauen. Das machen wir jetzt auch. Und mal eine Runde weiter. So, dann gehen wir hier drauf. So, irgendwo wird glaube ich, gekämpft. Zumindest habe ich irgendwas gehört. Nicht gesehen, aber gehört. So, zweite Karawelle fertig. Damit haben wir die Erkundung gepusht. Das ist schon mal sehr schön. Der Weg wird wiederholt. Das lassen wir. So, die schicken wir mal hier hin. So, die schicken wir mal ans andere Ende der Welt. 12 Runden. So, wir haben eine weitere Handelswegkapazität. Die würde ich auch ganz gerne sofort nutzen. So, wartet mal. Wir haben 4 Städte. Halifax hat einen Händler. Hat sogar 2. Das müssen wir auf jeden Fall. Und Charlottetown. Hamilton und Quebec, da sollte auf jeden Fall noch einer hin. So, und da sehe ich sogar eher Hamilton. Dann kaufen wir hier noch einen Händler. So. Hier oben bauen wir jetzt den Siedler. Dauert auch nur 8 Runden, in Anführungsstrichen. So, hier. Ja, Universität macht definitiv Sinn. So, keine weiteren Meldungen. So, ich bin nicht, hoppala, falsch.
Immer noch auf 3. Ja, immer noch nicht auf 2 gerückt. So. Hier passt es. Normales Zeitalter. 4 Runden ist auch die nächste größere Sitzung. So. Was können wir hier machen? Ja, also. Ein Staudamm finde ich eigentlich ganz schön. Der bringt Wohnraum, weil auch da werde ich auf Dauer Probleme haben. Hat allerdings ein bisschen das Geschmäckle. Das steht hier. Die Erträge brechen um 50% ein. Verhindert aber Schaden durch Überschwemmungen. Ich mache das mal. Einfach, weil es hier frei ist. Es dauert zwar ein Weilchen, aber ich habe auch noch nie einen Staudamm gebaut. In diesem Let's Play. Sowieso nicht, aber auch noch nicht bei Civilization generell. Von daher würde ich das einfach mal gerne machen. Ich meine, sieht auch ganz cool aus, oder? Ich weiß nicht, was ihr meint. Schick. Schick, schick. Was auch eine Überlegung sein kann, soeben, als ich die Bezirke mal durchgegangen bin, man könnte auch den ein oder anderen, ja vielleicht den einen, Theaterbezirk bauen. Ne? Also ich profitiere vom Tourismus, da kann man ja vielleicht ein großes Werk ausstellen oder so. Oh, das tat weh. So, Naturkatastrophe tritt auch hier in meiner Hauptstadt. 4 Felder wurden gedüngt, aber 7 zerstört und ein Bürger ist tot. Das tut natürlich sehr weh. Und da müssen wir jetzt auch ein bisschen was machen. Wenn man der Bank so. $100 schuld, jedermann sollte. Ich lasse das jetzt hier mal alles so. Also Bankwesen ist abgeschlossen. Du bleibst da mal auf Hab 8 Stellung. Dich schicke ich nach Ottawa. So. So, damit haben wir den 4. Handelsweg. So, und das ist sehr schön. Kann ich nämlich direkt hier drauf gehen und alles ist schön gepolt. Also so mag ich das, ne? Alles ist schön mit einem Bonus versehen. So kann sich das sehen lassen, denke ich mal. So, jetzt haben wir hier aber ein massives Problem. Und auch hier könnte man dann mal echt überlegen, eventuell ein Staudamm zu errichten. So, jetzt lasst mich mal kurz überlegen. Ich kaufe mal hier den Händler, den Handwerker, weil der hat durch die Gouverneurin hier eine Ladung mehr. Und die kann ich eigentlich ganz gut benötigen, weil ich muss 7 Felder muss ich hier reparieren. Das ist natürlich nicht ohne. So, was forschen wir mal? Ich würde sagen, wir gehen auf das Schießpulver. So, wir haben den Weltkongress. So, Wilfrid Laurier. Ah, sehr schön. Es ist was passiert. So, jemand hat eine Sondersitzung einberufen. Bitte wählt, ob und worüber ihr bei dieser Sitzung diskutieren wollt. Sie beginnt am Ende dieser Runde. So, das ist cool, auch neu. Wenn irgendwas passiert, also weltpolitisch, werden so ja, Sondersitzungen einberufen oder so Wettbewerbe ausgerufen, sage ich jetzt mal. So, und jetzt hier gibt es eine Hilfsanforderung von mir. Ja, ihr merkt, ich schreie jetzt nicht unbedingt um Hilfe, aber Wilfrid Laurier wurde von einer Naturkatastrophe heimgesucht. Wir sollten beim Wiederaufbau helfen. So. So, jetzt ist es so. Das Problem ist, ich bin ja von. Also ich bin das Ziel dieser Sitzung. So, das heißt, ich kann da gar nicht dran teilnehmen. Und ich würde ganz gerne, weil, das seht ihr hier schon, wenn ich am meisten helfe, also helfen kann man durch Goldgeschenke, Hilfeleistung, keine Kriegsführung mit dem Ziel, Erzeugung von CO2 reduzieren, dann kriegt man Punkte und für diese Punkte gibt es eine Belohnung. So, und für den Goldstatus gibt es einen Diplomatie-Siegpunkt, Silber 100 diplomatische Gunst, Bronze 50 und den Rest, der geht leer aus. So, jetzt will ich das ja eigentlich gar nicht, ne? Weil ich kann mir ja selber nicht helfen. Ja? So, von daher verzichte ich. Das ist leider schade. Schöner wäre es gewesen, wenn ein anderer davon betroffen gewesen wäre, weil dem würde ich dann natürlich brutal helfen, um diesen Diplomatie-Siegpunkt zu bekommen. Weil das sei euch gesagt, man braucht zwar nur 10 Stück, um zu gewinnen, aber die sind hart verdient. Na, aber von daher verzichte ich hier mal. So, ein Gouverneur darf noch befördert werden. So, gucken wir mal. Na, das macht Sinn bei dir hier. Und noch eine Runde weiter. Ja, das ist schade, ne? Also, weil, wäre das jetzt beim anderen passiert, hätte ich sofort gesagt, yo, wir helfen dem oder der Dame. Und dann geht man wirklich einher und pusht das dann auch, um diesen Diplomatie-Siegpunkt zu bekommen. So ist es natürlich ein bisschen schade, sage ich mal. Da haben wir jetzt gar nichts von. Ich bin mal gespannt, was die anderen sagen. Ob die diesen Notfall ausrufen. Das heißt Notfall oder das ausrufen.
und das machen wollen. So. Ja, das ist eine Beleidigung. Vielen Dank, Madame. Auch nur, weil sie, glaube ich, auf Platz 1 ist. Ja, sie ist auf Platz 1, aber ich bin knapp hinter dir, ne? Also so ist es nicht. So, du kannst hier mal jetzt ein bisschen schön erkunden. Ach, guck mal, Naturwunder. Delicate Arch. Wenn der sehr Delicate schön. Arch irgendeine Bedeutung hat, dann liegt sie meines Erachtens so, in der mal Kraft. Hier. So, Lager ist abgeschlossen. Damit haben wir Schießpulver gepusht. Das dürfen wir in 2 Runden unser eigen nennen. So, was könnte hier jetzt Sinn machen? Könnte sogar vielleicht über ein Wunder nachdenken, wenn es nicht so brutal lange dauern würde in dieser Stadt. Wie wäre es mit dem Theaterplatz? Komm, das machen wir doch mal. Packen wir hier hin. So, der hat 4 Aufladungen. So, schicken wir dich direkt mal los. Du darfst reparieren. Hat auch nicht wenig zu reparieren, muss man auch klar sagen. So, und hier gibt es nicht viel zu entdecken. Das sieht man relativ schön. Da ist eigentlich gar nichts mehr zu holen. Neue Diskussionen können vorgeschlagen werden. Nee, ich verzichte. So, also ich könnte das jetzt vorschlagen. Das mache ich aber nicht. Weil ich es gar nicht will. Sondern wir schauen einfach mal, wo wir stehen. Also, was ich erstmal ganz gut finde, ich glaube, wir sind so von der Produktionsreihenfolge, wie wir Forschung angehen, wie wir Ausrichtung angehen, echt gut organisiert. Also schön alles hintereinander gepusht, das gefällt mir ganz gut. Ich finde es auch gut, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, was die Siedlung hier oben angeht, dass das machen wir. Wir müssen jetzt zusehen, Ottawa so ein bisschen wieder von der Naturkatastrophe zu befreien, das heißt zu reparieren. Auch hier könnte ein Staudamm eine Überlegung sein. Muss man nochmal gucken, weil der müsste hier irgendwo platziert werden. Könnte aber eine Idee sein. Schade ist jetzt, dass ich von diesem Notfall, der ausgerufen wurde, nicht profitiere, weil der gibt diese geilen Siegpunkte. Ansonsten, wir hinken noch ein bisschen der Forschung hinterher. Es ist knapp, aber es ist da. Knapp daneben ist auch vorbei. Da müssen wir noch ein bisschen mehr tun, denke ich. Aber ich glaube, das kriegen wir auch in den Griff, weil wir sind eigentlich so von unseren Städten und unserer Wissenschaft sehr gut aufgestellt. Und ich hoffe auch, dass ihr dieses Let's Play, diese Folge meines Let's Plays, sehr gut fandet. Wenn dem so ist, dann klickt auf jeden Fall unten rechts auf den Gefällt mir-Button und klickt auch auf den Abonnieren-Button, der jetzt hier in der Mitte erscheint. Gern gesehen ist immer Feedback und konstruktive Kritik. Ich sage bis zu einer weiteren Folge Civ 6 mit dem Kanadischen Reich. Auf Wiederschauen.